Du hier? Ja klar, auf dem Bike Park OE. Cool. Hast du ein neues Fahrrad? Ja, ja, genau. Parkbike. Steht da wirklich Cube drauf oder ist das ein Sticker? Das ist ein Bulls, ich habe Cube draufgeklebt. Nein, natürlich, das ist ein Cube, made in Germany, yeah! Ja Leute, das ist die Gewinnspielauflösung in diesem Video. Heute geht es um das Fahrrad hier und es gibt natürlich Gewinner. Und zwar, wie viele an der Zahl, sagen wir euch gleich, weil ich glaube, der Thomas möchte erstmal das Bike ganz kurz vorstellen. Wir gehen mal ein bisschen rüber, wo die Szenerie schöner ist und dann stellen wir euch das Bike vor. Ja, hi, wir sind im Wald. Ich hoffe, es ist nicht zu windig, weil wir sind natürlich im Schauerland. Das heißt, wir haben für dieses Preview uns das beste Wetter rausgesucht, was es überhaupt gibt. Dauerregen, Wind, Sturmböen. Besser geht's nicht, oder Daniel? Das ist traumhaft. Ich habe schon die Winterhandschuhe an zum Filmen. Ich habe natürlich kurze Hose an. Klar, ist ja Bikewetter. Jetzt sind vielleicht einige Leute überrascht, dass es kein Santa Cruz V10 ist und kein Canyon Sender und kein Commercial Supreme V5 oder wie das Ding heißt. Ich habe mich bewusst für das Cube entschieden, weil ich habe das Cube gesehen, erstmal gar nicht bei Liquid Life in der Werbung und habe gar nicht gesehen, dass es ein Cube ist und habe die Rahmenform gesehen und habe gesagt, oh, das ähnelt aber dem NS Bike Fuse ziemlich. Und dann habe ich den Preis darunter gesehen, dann habe ich es angeklickt. Ey, vielen Dank an David Gomez an diesem Punkt nochmal. Den habe ich dann angerufen, weil ich seit 2017 meine DH-Bikes in schöner Regelmäßigkeit bei Liquid Life kaufe. Wenn man sich geile Fahrräder angucken will und kaufen will, kann man gut nach Liquid Life. Wenn ja, vor allem ohne Motor haben die halt alles da, was man sich vorstellen kann. Ich hatte mich dann in das Fahrrad verliebt, habe dann den MTB-News-Test gelesen, wo das Ding ja Ritt auf Messers Schneider heißt. Und der hat mich dann fast schon getriggert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieses Rad mit der Geo und alleine was halt Danny Hart und Max Hartenstein damit auch im World Cup veranstalten, so unglaublich schlecht zu fahren sein kann. Also habe ich gedacht, okay, machen wir. Für alle, die es interessiert, es ist auf alle Fälle bei dem Preis eine 3 vorne, so wie das Rad hier steht. Das ist schon ziemlicher Hammer mit der Ausstattung und mit 16,15 Kilo, die das Rad nur hat. Kommen wir kurz zur Ausstattung. Es ist eine Fox 40 Performance drin. Es ist ein DH-Dämpfer, Coil-Dämpfer drin. Die einfache Version, wo halt nur Low Speed einzustellen ist. Es ist eine Raceface Atlas Kurbel, Raceface Atlas Lenker, 7-fach GX-Schaltung, alles mögliche Pedale hat der David Gomez mir auch noch drauf geschraubt. STG Fly Sattel, also schon viele Sachen, die man normalerweise tunt, die so Serie schon drauf sind. Und das Beste ist, das Rad hat eine, erste Rad wieder seit langem, wo keine SRAM-Bremse drauf ist, eine Magura-Bremse. Wo man dann, und deswegen ist die Magura-Bremse ja so toll, farblich die Ringe ändern kann. Nein, ich habe hier auf Shigura umgebaut, SLX-Hebel, weil ich mit den MT5-Hebeln nicht so gut klarkomme. Und Ausstattung ist mega. Ich habe eine recht weiche Feder gewählt, da das Rad sehr progressiv sein soll. Habe mich da schon ein bisschen eingelesen vorher, was Einstellungen von Bike angeht. Da werden wir noch mal irgendwann ein extra Video machen bei etwas besserem Wetter. Habe noch nie einen Cube gefahren. Außer glaube ich mal irgendwann Cube Hands oder so, ganz früher. Aber die Geo mit dem tief fallenden Rohr und so, das gefällt mir einfach super. Und wenn es sich nur halb so gut fährt, wie es aussieht, dann bin ich zufrieden. Haut ihr mal in die Kommentare, was ihr sagt, ob ihr damit überrascht seid mit der Entscheidung. Aber wer im Video genau aufgepasst hat, hat ja auch gesagt, dass ich eben nicht auf so viel Kohle rumfahren will, weil mich das ein bisschen hemmt im Park, weil ich dann Schiss habe, dass was drankommt. Bei einem Rad, was günstiger ist, hat man diese Angst nicht ganz so stark, dass was drankommt. Und vor allen Dingen, wenn ein Rad da noch nicht top ausgestattet ist, kann man dann jeden Sturz und einen Defekt immer nutzen, um das zu upgraden. Das ist auch ganz nice eigentlich. Ich könnte mir hier in dem Rad durchaus auch eine Factory-Gabel vorstellen. Mal schauen.
Ja, was sagst du zu dem Rad, Daniel? Ja, rein optisch finde ich das mega. Ich habe mir das ja selber damals angeguckt und war aber genauso, also wegen den Testberichten einfach so ein bisschen abgeschreckt. Und dann habe ich halt das Norco zu einem Hammerpreis bekommen. Ich glaube, das Norco habe ich ungefähr zum gleichen Preis bekommen wie du das wahrscheinlich, ne? Ja. Und da konnte ich dann nicht Nein sagen, vor allem, weil ich das Norco ja Probe gefahren war. Aber ich finde halt auch, die Geo ähnelt so ziemlich den Bikes, die mir auch gefallen. Und ja, bin einfach sehr gespannt, was du sagst. Vielleicht lässt du mich ja auch eine Runde runterradeln, wa? 100%. Und es gibt übrigens, auch wenn es viele V10 und Canyon Sander und so geschrieben haben, es gibt 10 Leute, die richtig geraten haben. Cube 215, obwohl es gar keine 215 mehr hat. Es hat nur noch 200 mm Federweg, aber egal, der Name ist geblieben. Genau, und es gibt die Auslosung. Also einerseits läuft das Ganze jetzt so, wir machen die Auslosung. Alle kommen in einen Pott, ich schnüre verschiedene Pakete aus den Gewinnen, sodass eigentlich alle von den 10 Leuten etwas gewinnen werden. Ich glaube, davon haben alle am meisten was und es gibt keine Enttäuschung. Wir machen das so. Die Auslosung findet im Livestream statt, am Donnerstag. Das Video kommt heute online. Heute ist Mittwoch. Morgen ist heute. Der Daniel schneidet das Video heute noch fertig. Das heißt, die Michi hat ganz viel Zeit für andere Sachen. Ganz genau. Ja. Und da machen wir die Auslosung. Wenn ihr den Livestream verpasst, ist gar nicht schlimm. Die Aufzeichnung ist auf dem Zweitkanal. Könnt ihr euch auf dem Zweitkanal angucken. Link in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich einfach eine Runde radeln, ne? Ja, das hört sich gut an. Auf geht's. Wir waren so nah aneinander. Ich dachte, ja, hi Leute, das gute Teil hier, ne, ist jetzt ein bisschen dreckig. Leider konnten wir heute nicht alles fahren, weil es ist wirklich, wirklich Shitwetter. Aber das bisschen, was wir gefahren sind, Daniel hat auch kurz drauf gesessen. Also erstmal ist es eine mega Race-Maschine, fühlt sich zumindest so an, ist sehr schnell. Und durch die Progression und den Pop geht das Rad wirklich unglaublich leicht in die Luft. Ich denke auch, das wird der Daniel bestätigen, der jetzt hinter der Kamera ist, oder Daniel? Ja, definitiv. Ja, ja, bis jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich es ja noch nicht im roughen Gelände getestet und so. Es fühlt sich für mich einfach gut an. Das Setup habe ich nur unterm Carport gemacht, aber mit der vielen Erfahrung scheint das schon zu passen. Wie gesagt, machen wir später nochmal ein Video zum Setup, wie man das überhaupt macht alles. Ja, das Rad ist einfach, hat mich sehr überrascht, dass es wirklich auch klappert nichts. Ist ruhig noch. Also bis heute für den ersten Test muss ich sagen, und wir sind jetzt ja immerhin schon Rasenrenngap und sowas gefahren, also schon durchaus auch ein paar kleinere Sprünge. Das roughe Gelände an dem Start, der noch nicht hart ist, ist das Rad auch gut durchgebügelt. Bin ich sehr viel weniger hängen geblieben, glaube ich, sogar wie Daniel mit dem Norco.
Ja. Es kommen noch viele, viele Videos hoffentlich von diesem Fahrrad und Bashing in die Pivot-Liga. Tom, ich freue mich schon, wenn wir mal zusammen fahren.